Warum ruckelt das Spiel gerade so? Nur weil ich es hochlade? Naja. Leute, wir sind wieder da bei Medieval 2. Und das Ruckel hat ein kleines bisschen nachgelassen. Und ja, wir machen hier immer noch einen Haufen Schweinereien. Wir wollen hier immer noch das Byzantinische Reich vernichten, auch wenn der Fortschritt immer minimal ist. Befehle? Heute ziehen wir nicht. Ja, Herr. Und was ist hier alles, was wir noch alles machen wollen? Wir wollen hier aber auf jeden Fall weitermachen, denn wir wollen ja so langsam aber sicher hier auch mal vorankommen und einen Aufstand in Thessaloniki. Oh mein Gott. Warum nur? Wenn es hier aber zu stark ruckelt, dann, ne? Naja, mal sehen. Ja, genau, verpiss dich. Ist richtig. Ich einfach keinen Bock habe jetzt wieder, wie ich kann das Heavy zu machen. Hier, ich greife an, hö, ich schaffe es nicht, hö, ich greife an, hö, ich schaffe es nicht. Ein Durchbruch muss da irgendwo möglich sein. Aber erstmal gucken, ob der immer noch ruckelt. Ohne Scherz jetzt. Ich soll einen Abgesandten nach Mailand schicken und dann bekomme ich ein paar Einheiten. Meine Herren? Ich werde mit Ihnen reden, mein Herr. Wir denken, ihr verschwendet nur unsere Zeit. Nein, dieses Treffen war getan. Selbstverständlich, mein Herr. Hier werde ich für Feindseligkeiten beendet. Oh, scheiße, die Portugiesen, ey. Was jucken mich die Portugiesen? What the fuck? Erteilt mir einen Befehl. Marschiert! Unser Marsch für heute. So, ich habe eine neue Theorie, wie ich den Feind besser platt machen kann. Dazu brauche ich aber eine Menge Kohle. Wenn ihr versteht, was ich meine. Irgendeiner hat geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, woran es möglicherweise liegen könnte, warum, in Thessaloniki so hohe Aufstandsrate ist. Die Idee fand ich ganz interessant, weil die, Dings da alle orthodox sind und ich, katholisch bin. Das ist eine ganz interessante Theorie, ganz ehrlich. Oh ne, da ist jemand gestorben. Naja, ich habe Abgesandten nach Mailand geschickt, also rein theoretisch, ne? Ich hoffe, die Mailänder greifen mich gleich in den Zagreb an, das wäre natürlich richtig übel. Weil dann habe ich ein Problem. Wo kommt dieses komische Herzklopfen jetzt aber mal her? Oh. Sie haben meinen Plan durchschaut. Was will der denn von mir? Hey, warum habe ich hier dieses Zigar nicht erfüllt? Moment, irgendwo stand es doch. Diplomatie. Arzt? Ich kann zum Kreuzzug anfordern. Mal sehen. Na, die sind exkommuniziert. Die nicht. Ich bin ja relativ gut drauf. Religion ist in die. Religion ist uninteressant. So, es sind Fremden. Ach so, ich soll mit denen irgendwas machen. Also das ist ja sehr gut möglich, wenn ich mit dem Krieg bin. Ist mir eine Ehre. Bin unterwegs. Super, was kann ich mit einem machen, der mit mir im Krieg ist? Ich kann ihnen Gulden schenken. Ja. Vorwärts! Bringen Truppen zusammen! Genau, schenke ich ihnen einen Gulden oder so. Natürlich, mein Herr. Schlag das Lager auf, Männer. Galeeren, cool. Und sie bringen mir nichts, weil ich hier gerade blockiert bin.
Ich baue mal ein paar mehr auf, vielleicht bringt es was. Lass mich so irgendwas mit dem beschließen. Wie gesagt, dann gebe ich ihnen einen Gulden, das nehmen sie garantiert an. Wären sie halt doof, wenn sie es nicht machen würden. Und sie an, die greifen das Heilige Römische Reich also auch noch an. Ich hoffe, Mailand kriegt bald von ein paar anderen voll auf die Fresse. Weil dann freue ich mich. Weil meine Aufgabe ist ja nur 15 Provinzen zu nehmen, byzantinische Reichsplätze machen und Mailand. Und wenn Mailand schon zur Hälfte vernichtet ist, dann freue ich mich, weil ich ja nur so ein paar kleine Sachen nehmen muss. Aber ich weiß gar nicht, ob Mailand von mir besiegt werden muss oder reicht es auch, wenn andere das machen. Das frage ich mich jetzt gerade. So, du gehst dahin, weil du cool bist und weil du meinst, cool zu sein. Dänemark. Ja, Dänemark habe ich mir schon verhandelt. Mit Frankreich fehlt mir irgendwie noch. What the fuck? Ah, Ungarn. Groß-Ungarn will mit mir reden. Oder auch nicht. So. Gut. Sehr schön. Ein Kardinal wurde berufen. Nein, er war gestorben. Oh nein, meine nicht, aber es tut mir gar nicht leid. Soll ich jemanden aufsuchen? Ja, Herr. Wir hören uns gerne. Also, mal sehen. Aber ob wir einwilligen, kann ich nicht sagen. Schächung, klar. Angebot abgeben. Das ist irgendwie doof. Vor allem, ich kriege immer solche Aufgaben, die ich gar nicht machen kann. Weil die sind mit mir im Krieg. Waffenstillstand nehmen sie nicht an, weil es sehr fordernd ist. Seite angreifen werden sie so oder so nicht annehmen. Obwohl auch, komm, greift die Papststaaten an. Müssen die. Azteken? Ist klar. Greift die Papststaaten an. Greift sie an. Tu's. Das können wir so nicht an. Lebt wohl. Gerade abgelehnt. Selbstverständlich, mein Herr. Das heißt, die hätten ja hier gesagt lege ich was. Eine Pause ein, what the fuck? Eure Befehle, edler Herr. Ist natürlich Armee. Reden ist Silber. Kämpfen ist Gold. Töten. Wir werden sie ehrenhaft bekämpfen, Herr. Lobet den Herrn. Töten. Er hat uns gerettet. Mit Gottes 10 zu 3. Segen ziehen wir in die Schlacht. Das mache ich automatisch. Ja! Dann halt nicht. Gott hat den Gläubigen den Sieg geschenkt. Natürlich. So, ich hatte gerade ein bisschen Besorgnis gehabt, ob das so geklappt hätte, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber es hat zwar funktioniert. Denn ich will jetzt endlich mal diese scheiß Stadt da erobern. Ich will diese scheiß Konstantinopel will ich haben. Denn wenn ich Konstantinopel habe, habe ich schon zumindest schon einen ganz großen Teil von Mailand, von dem Byzantinischen Reich übernommen. Dann fehlt mir nämlich noch der kleinasische Teil, beziehungsweise der türkische Teil. Und ich meine einfach mal zu glauben, dass das nicht so viel ist. Ja, komm jetzt beeil dich. Also, mal sehen. Ja, Herzklopfen. Wann kommen denn eigentlich die Dingens? Wie heißen sie nochmal? Die Mongolen. Das kann ich auch nicht mehr so lange dauern. Ach ja, wenn die Mongolen kommen, ist immer lustig. Dann kann es so oder so passieren. Jawohl, Herr. Ich hab mal gehabt, wo die Mongolen halt Europa erobert haben. Das war lustig. Da war ich nur noch als einzige Seite noch da. Weil ich alles erobert hatte. Das war damals noch im Heiligen Römischen Reich das Spiel. Also hier nicht so einfach möglich, weil Venedig halt, ne? Und Venedig habe ich nicht so oft gespielt. Ich glaube einmal. Noch ein Kardinal stirbt? What the fuck? Sind allzu alt. Rundenbericht. Mailand. Toll. Wir sterben. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ja. The fuck, wo sind die Armeen von denen? Wir werden sie ehrenhaft bekämpfen. Natürlich. Wir beginnen die Belagerung.
Gut, also da, Nizer ist nix. Das ist auch eine Stadt, da können sie auch keine weiteren Einheiten bauen. Aber das ist auch eine Stadt. Die haben hier noch mittendrin noch eine Provinz, aber ich weiß nicht, ob es eine Burg oder eine Stadt war. Eure Befehle, beneidet ihr den Feind? Beneidet ihr den Feind? Nein. Beneidest du mich? Ja. Der war lustig. So, ungarischer Diplomat. Marina mit dem. Bringt dir einen Vorschlag für meinen König. Ja, ich will Kartenfuß haben. Euer Angebot ist auf Wiedersehen. Wir freuen Yay. Uns euch bald. Sehr so, ich will mit Frankreich noch Runde reden. Hier werde ich für die Nacht rasten. Cool. Und ja, nächste Runde greifen wir dann Konstantinopel an und hoffen, dass es dieses Mal funktioniert. Die heutige Reise ist beendet. Cool. Ich frage mich, was ich mache, wenn ich das Byzantinische Reich vernichtet habe. Also eine fette Armee haben die noch, aber ich weiß nicht mehr, wo die ist. Und gleich kommt sie aus dem Nichts und dann greift sie mich an. Nee, ich sehe sie nicht. Das sind die kleinen Gruppen aus Nizer. Also so eine Fisselgruppe, das ist auch der Rest, den ich gerade noch besiegt habe, oder? Also eine große Gruppe hatten die gehabt, aber wo ist die? Das ist die einzige Gruppe, die ich momentan noch ein bisschen fürchte. Der Rest ist ja so lala, ne? Ist ja keine wirkliche Bedrohung. Nizer, das obere ich locker. Was da unten im Süden ist, das weiß ich nicht, aber ich schätze auch nicht viel. Ich bin einfach meiner Meinung. Und ein Bericht. Ich sehe zu oft Mailand. Kein Herzbericht. Zwei neue Hebdet. Einer ist befördert worden. Und einer ist hier schon wieder einer gestorben. Was geht ab, ey? Bündnis. Okay. Und die Stadt wächst. Thessaloniki. Schön, 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 schön. Ich will mit den Abgeordneten von Frankreich reden. Hier unten ist Marseille. Selbstverständlich, mein Herr. Hier werden also, Konstantinopel. Cool, der Erbe sitzt hier drinnen mit unsichtbaren Truppen. Edler Herr, mit Gottes und eurem Segen ziehen wir in die Schlacht. Mal sehen. 5 zu 4. Ich würde es ja lieber selber machen, aber auf solche Stadtmissionen habe ich eigentlich keine Lust. Zu Recht. Herr, dieses Volk wurde besiegt und gehört nun euch. Das musste sein. So. Wir haben jetzt die Hauptstadt von denen erobert. Die haben keinen Hafen gebaut? What the fuck? So, also. Konstantinopel haben wir endlich unter Kontrolle. Das ist cool. So, ich habe jetzt 8666 Gulden abgeerntet. Damit ich das gut ausnutzen kann, tue ich direkt mal ein paar Einheiten ausbilden. Und zwar Kavallerie. Jetzt habe ich noch 4-5, das heißt, ich gehe mal kurz raus. Was wünscht ihr? Und hol mir ein paar Söldner. Herr! So. Söldner haben wir. Jetzt brauche ich Einheiten. Er teilt mir einen Befehl. Befehle? Ja. Hast du? Sehr schön. Er teilt mir einen Befehl. Ja, er teilt mir einen Befehl. Eure Majestät, ja, er teilt mir einen Befehl. Ja. Hier geht er rein. Schließen die Truppen zusammen. Geht rüber. Da ist er. Ich habe ihn gefunden. Rekrutierung, ich kann noch nichts rekrutieren. Scheiße. Okay, ich habe die Großarmee gefunden. Verdammt, die ist da drüben. Oh Mann. Ach, und ich wollte doch jetzt Ende machen mit den scheiß Byzantinern. Nein, natürlich ist er da drüben. Ach, scheiße, 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 scheiße. Angreifen kann er mich, glaube ich, aber nicht, weil da keine Dingens war, keine Brücke. Oder ich bin einfach blind geworden. Naja, komm schon.
Okay, alles klar. Fette Armee. Ach, ich glaube, ich ziehe mich besser nach Konstantinopel zurück und versuche die Stadt zu halten. Besser wäre es. Also diese Armee ist, glaube ich, die letzte Armee, die wir noch haben. Oder kommt noch eine zurück? Okay. Ich weiß Bescheid. Ich weiß doch Bescheid, Mann. Position für einen Hinterhalt. Na, ganz bestimmt.